Der Tigertempel im Norden Thailands ist bei Touristen beliebt. Für ein bisschen Geld kann man sich hier hautnah mit freilaufenden Tigern fotografieren lassen, doch nicht mehr lange. Die thailändische Naturschutzbehörde lässt den Tempel räumen und will die Tiger in andere Einrichtungen und Reservate bringen. Die Mönche möchten die jungen Tiger hier halten und sie aufziehen, aber wir haben ihnen schon mehrfach gesagt, dass das nicht geht. Sie können hier keine Tiger züchten und sie vermehren. Aber sie haben nicht auf uns gehört und jetzt gibt es hier schon 150 Tiger. Tierschützer werfen dem Tempel schon lange Tierquälerei vor. Die Mönche würden die Tiere nicht artgerecht halten und falsch ernähren. Außerdem sollen sie illegalen Tierhandel betreiben und die alten Tiger nach China verkaufen, wo man aus ihren Überresten Medizin herstellt. Doch die Mönche haben diese Vorwürfe immer bestritten und die Naturschutzbehörden konnten ihnen nichts nachweisen. Die Naturschutzbehörde kommt nicht hierher, um den Tieren zu helfen. Sie haben nie gesagt, dass die Tiger hier nicht artgerecht gehalten werden. Sie kommen nur wegen des Geldes. Laut Behörden wurden mindestens 3 Tiger bisher aus dem Tempel in andere Einrichtungen gebracht. Die Umsiedlung aller Tiere soll aber noch Monate dauern.